Willkommen zurück zu Deponia und sorry für die etwas längere Pause, aber ich hatte einfach diese Woche keine Zeit zum Aufnehmen. Wir wollten mit Leuten reden, wir haben bereits mit den Erdnüssen geredet, wir haben mit Rita geredet, auch wenn ich gar nicht mehr mich so richtig erinnern kann, was die überhaupt wollte. Wir haben mit der Toilette geredet, wir haben noch nicht mit den drei hier geredet, mit diesen vier hier, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, also fangen wir mal mit Unk an. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo, du verstehst, was ich sagen? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Furzpampe? Ja da. Rufus bringen Stein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Ach, das will er nicht. Dann müssen wir es halt kaputt machen vorher, oder wie? Nee, gut, der junge Maverick. Oh nein, die Fuelog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Oh, Fuelog-Rippen brauchte. Na ja, gut, werde ich ihm besorgen. Reden wir mal mit seinem alten Ich. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich etwa zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fuelog-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fuelog-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Ach, wieder dieser Zeitreisen-Jargon. Ja, jetzt hat er doch die Suppe fallen lassen. Ist jetzt sein Auto anders? Hat sich quasi irgendwas verändert? Verändert sich das überhaupt jetzt? Ach, keine Ahnung. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat.
Hä? Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardis lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Ach so, na das klingt nach Rätseln. Gut, jetzt haben wir Zeug und Zeug und Zeug und... Was wollen wir denn jetzt? Was wollte denn nochmal Rita? Jetzt muss ich kurz. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ja, ja, einen Antrag. Toast und Milch, wie war das? Wie lautete noch gleich das Angebot? Steck mir einen Ring an den Finger und ich ignoriere die Sache mit deinem Gesicht. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Okay, die braucht ein Date und wir brauchen Geld für Toast und Milch. Das könnte man ja unter Umständen hinkriegen. Zeitmaschine. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Ja. Es gibt kein Vertrauen. Nee. So, das heißt, wir brauchen diesen Plan hier. Was wolltet ihr? Ach, ich habe alles vergessen, was die wollten. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Ich muss noch mal mit allen reden, weil sonst... Huhu, na klar, es geht ja nur... Weiß ich nicht mehr, was ich machen muss. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich muss wirklich dringend nach Kuvak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Okay. Lass dich mal wieder arbeiten. Der erzählt mir nicht, was er will. Endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu... Der hier hat mir doch aber erzählt, was er will. Was war das noch? Erdnuss-Butter-Sandwich. Genau, Erdnuss-Butter-Sandwich. Das nennst du Arbeit. Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Und die Erdnüsse brauchten etwas Überzeugungskraft. Was wollten die noch? Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife! Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Genau. Mit Gründen und so. Für die Liebe. Ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Ein Grund für die Liebe, Erdnussbutter zu machen. Das ist das, was die brauchen. So ist das. Na, ob die noch gut sind? Man hört ja die schaurigsten Geschichten über Tresenknabbereien, wo jeder seine dreckigen Griffel reingehängt hat. Boah, die müssen doch wahrscheinlich ins Butterfass für Erdnussbutter und so, aber momentan geht das noch nicht. Was mache ich mit Golds Bürste? Keine Ahnung. Und das Batterieschnabeltier. Ich glaube, der Mann hier wollte Toilettenpapier. Ach, egal. Ist mir gerade egal. Mit dem könnte ich nochmal reden. Vielleicht hat der jetzt was Neues für mich. Einmal nochmal schnell hier schauen. Hier könnte ich die Sirene auslösen. Kann ich denn das Ding ins Bohrloch werfen? Ich glaube, gleich bin ich wieder drin in dem, was ich hier so alles tun kann. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Ah, es geht. Nice. Aua. Jetzt haben wir einen Steinbrocken. Haha. Weiß ich jetzt nicht mal, ob das Ding zu uns zurückgeflogen ist. Ich wollte das eigentlich in die Maschine werfen, um es kaputt zu machen. Naja. So hat es auch funktioniert.
Rufus bringen Stein. Interessant. Basalt aus dem Germer-Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so. Quid pro quo. Furzpampe? Ein Abführmittel? Ach, das geht doch bestimmt der. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Ah, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Was hat er da gelassen? Oh, benutzte Geldscheine. Ja, nimm du die, die du. Einmal Toast und Milch bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Bah. Okay, Milch ins Butterfass? Ich glaube, nee. Das ist eine Hauptzutat, um Butter zu stampfen. Zu schade, dass der Butterstampfer kaputt ist. Ach ja, der war ja kaputt. Richtig, richtig. Gut, da hätten wir schon mal die Toasts fürs Sandwich. Fehlt noch die Erdnussbutter. Hier, nehmt die Bürste. Na, ob die noch gut sind? Nein, nein. Okay, so, der braucht wieder hier Fulok-Rippensuppe, damit ihm alles gelingt. Und der braucht die Karte vom Zeitreisendingsamtbau-Ingenieurswesen. Da! Hey, und Rocco! Howdy, Rufus! Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie mein? Ah, Rocco. Wir brauchen die Ziege doch nur für den Feta-Käse. Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Warte, das ist doch... Huch. Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Na toll. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Zu Recht. Mach's gut. What the fuck? Alles gut bei dir? Wieso? Ach nichts. Was war noch gleich deine Frage? Okay, mit dem kann man nicht argumentieren. Wo sind meine Freunde noch gleich? Auf der Farm der alten Einsiedlerin. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Ja, genau. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Dann wollen wir noch mal dahin, zum Hillbilly. Das Ding ist jetzt hier auch so gut wie geschlossen, aber da ist noch so ein kleines Portal. Ist ja schon gut. Nicht näher kommen, was will er? Ich sagte, verzieh dich! Ist ja schon gut. Und man kann ihn nicht beruhigen, zum Beispiel mit Glas Milch. Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Naja, gut.
Die Dinge sind alle nicht so. Aber Dolly, Dolly! Ist ja schon gut. Gut, dann tun wir jetzt was Nützliches. Ein kaputtes Butterfass ist für den sicherlich kein Problem. So. Hier, reparier mal. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Hahaha, Zylinderkopf. Das ist jetzt unser neuer Butterstampfer. Da fehlt aber noch die Butter für die Erdnussbutter. Naja, ich meine die Erdnuss, nicht die Butter. Also brauchen wir einen guten Grund. Hey, McChronicle, erzähl mir mal, warum du erscheinen kannst aus dem Nichts. Denk nach. Womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Oh, ach, herrje. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Der Teufel guckt nur kurz hier vorbei. Das zugeschlagene Buch. Das ist noch nicht ganz fertig. Kann ich es denn mitnehmen? Nee? Goal, du kannst mir bestimmt helfen, du lobst doch schon so lange hier. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti, all das gibt es. Wiss? Wie wär's mit der Bürste? Hast du etwa schon wieder meine Bürste geklaut? Es ist nicht, was du denkst. Dann wirst du sie also nicht dazu verwenden, jemandem einen unappetitlichen Streich zu spielen? Okay, vielleicht ist es doch, was du denkst. Ach so, werde ich das? Das ist auch so schon eine verdammt haarige Angelegenheit. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Tja, na gut. Hier gibt's nichts mehr. Dann könnten wir vielleicht halt nochmal... Hier oben bei den Tonnen, was war denn da nochmal drin? Diese Saatguttonnen sind angeblich die reinsten Wombat-Magneten. Aber wo bleiben die Viecher? Das wäre doch eine willkommene Ablenkung für meinen Freund, den Turmwächter. Ja, wo bleiben denn die Wombats? Hey, Finger weg! Du kontaminierst noch unser Saatgut! Das möchte ich ja auch, aber nur Frage ist nur, wie... mit was ich das kontaminieren will. Jetzt machen wir halt mal den Alarm an. Moment. Zuerst probiere ich noch, ob der hier eine Bürste brauchen kann. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Und ob der was mit einem Batterieschnabeltier anfangen kann. Verschwende nicht meine Zeit mit... Ich habe hier ein... Natürlich nicht. War nur so ein Versuch, weil bei dem weiß ich noch nicht so genau, was der von mir haben will. Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Jetzt aber schnell. Der Rest scheint ja nicht so beeindruckt zu sein. So wie das mit dem Schnabeltier und mit der Bürste. Ha! Das ist jetzt fast wie ein Wombat. Hey, Moment mal! Ich kenne dieses Geräusch! Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen! Komisch! Ich sehe gar nichts! Komm, Kitty, Kitty, Kitty! Ich hoffe, wir machen das gleich wieder hoch. Ich sehe gar nichts! Sonst wird das nämlich böse.
Wie, ich kann nur einen mitnehmen. Und raus geht's ja auch nicht, ne? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Schnell wieder hoch. Na los, zeigt euch. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Hey, es geht wirklich. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das festhängt oder sonst irgendwas. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Gut. Dann machen wir hier Folgenschnitt und nächstes Mal wird das Fleisch verarbeitet. Ich weiß gar nicht. Mal schauen. Bis dann.